In meinem heutigen Video probiere ich die Salad Blue Kartoffel, die im Inneren eine tolle lila-weißliche Marmorierung zeigt und auch eine wirklich knallig lila Schale hat. Beim Kochen behält sie die Farbe damit sehr interessant. Das Ganze gibt es vom Legen im Frühjahr über die Blütezeit im Sommer bis zur Ernte im Herbst. Und wir legen auch direkt los. Ganz zu Beginn, also noch bevor wir das Legen überhaupt beginnen können, müssen wir uns eine Furche vorziehen. Hierzu nehme ich einfach einen Rechen und räume die Erde so ein bisschen zur Seite. Da können dann unsere Kartoffeln schön rein. Die Erde räume ich hier so dammmäßig auf, weil dann kann ich die später direkt wieder als Erddamm darüber schieben. Ja, und das mache ich einfach so oft, bis ich entsprechend genügend Furchen für meine jeweiligen Sorten habe. So, mit dem Legen der Salad Blue beginne ich im Zeitraum Mitte bis Ende April. Ich beginne frühestens Mitte bis Ende April, denn dann hat man den Effekt, dass die Pflanzen erst nach den Eisheiligen aus dem Boden kommen und dann hat man in der Regel überhaupt keine Probleme mit dem Bodenfrost. Zum Legen selbst gibt es nicht allzu viel zu sagen. Wir legen die Knollen im Abstand von 1 bis 2 Handbreit. Und füllen damit jetzt unsere Erdfurche. Haben wir unsere Knollen in die Furchen gelegt, dann legen wir den Erddamm an, indem wir die Erde, die wir zuvor beim Erzeugen der Furche zur Seite geräumt haben, wieder über die Knollen schieben. Dieser Erddamm sorgt dann eben dafür, dass die Pflanzen erst nach den Eisheiligen aus dem Boden bzw. an die Oberfläche kommen und später dann wachsen die Knollen im Boden, also in der Erde. Deswegen sind die Erddämme besonders wichtig, denn ansonsten kommen sie an die Oberfläche, werden dadurch grün. Und diese grünen Stellen können den giftigen Stoff Solanin enthalten. Wenn ich dann alle meine Kartoffelsorten im Boden versteckt habe, dann sieht das bei mir hier so aus, also wirklich eine ordentliche Ladung an Erddämmen. Wer möchte, kann seine gelegten Kartoffeln natürlich noch eingießen, dann wachsen sie schneller und wenn man auch das Jahr übergießt, werden die Knollen in der Regel größer. Da ist nur noch so am Rande. Mitte Juni sieht es dann bei den Salad Blue schon richtig gut aus. Ja, die Pflanzen haben wirklich ordentlich an Größe zugelegt und profitieren momentan auch von dem vielen Regen, der runterkam. Wenn es jetzt noch höhere Temperaturen bekommt, dann wachsen die bestimmt noch stärker. Und auch Blütenansätze kommen relativ viele, wie man das beispielsweise hier sieht. Oder auch hier hinten, da hoffen wir mal auf eine schöne Blüte demnächst. Mitte Juni sehen alle Kartoffelpflanzen mittlerweile relativ gleich aus. Hier haben wir die Purple Rain, hier die Saupomira. Hier die Heiderot und da sie sind Cheyenne, Eindamm und der allerletzte hier Salad Blue. Wenn ihr mit euren Kartoffeln Probleme habt mit dem Kartoffelkäfer, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt hierfür ein biologisches Mittel, das nennt sich Nehmöl oder Niemöl. Das kann man hier mit so einem Drucksprühgerät über die Pflanzen verteilen. Und das hilft gegen Kartoffelkäfer und Kartoffelkäferlarven. Viel mehr hilft aber, wenn ihr entsprechende Kartoffelsorten pflanzt. Sorten wie beispielsweise Laura werden gerne vom Kartoffelkäfer heimgesucht, eben alles das, was auch fleißig auf unseren Feldern kultiviert wird oder kultiviert wurde. Purple Rain oder Saupomira beispielsweise hat bei mir relativ wenig Probleme. Ich bringe hier jetzt einfach mal ein bisschen Neemöl oder auch Niemöl aus. Direkt schon mal zur Vorsorge. Und damit ihr das auch ein bisschen seht. Ein schönes Video zu Neemöl, was das ist, wie man das genau ausbringt und allgemein die wichtigsten Infos, das habe ich schon mal wirklich schön in einem Video gezeigt, das verlinke ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das interessiert, klickt da gerne rein. Ganz Anfang Juli sieht es bei den Salad Blue Kartoffeln jetzt richtig gut aus, die haben hier überall wunderschöne Blüten mit so einem blau-lila Ton. Das macht auf jeden Fall was her. Und da kann man hier einmal so über die komplette Kartoffelreihe drüber springen. Die zeigt wirklich momentan überall schön die Blüten. Also das sieht wirklich ansehnlich aus momentan. Und da hoffen wir, dass die Knollen im Boden drin genauso gut wachsen.
Gegen Ende Juli beim Blick auf unser Kartoffelfeld sehen wir, dass hier bei den Salad Blue auch schon allmählich das Kraut etwas dürr wird, etwas nachgibt. Da machen wir deswegen eben hier eine kleine Probegrabung schon mal. Und da gucke ich jetzt einfach mal unter die Pflanze. Ja, da sehe ich erste Ansätze. Und da fühle ich ein riesiges Wühlmausloch. Oh oh. So, die zupfe ich jetzt hier mal nur raus. Hier jetzt also Salad Blue Kartoffeln gegen Ende Juli. Die sind relativ klein, scheinen aber zahlreich zu sein. Nur etwas Sorge bereitet mir der große Wühlmausdamm. Interessant ist ja auch immer, wie die Kartoffeln innen aussehen. Deswegen hier mal jede Sorte aufgeschnitten. Die Saponmira hat außen eine leicht rosa Schale, innen dann gelblich. Heiderot hat außen rötlich, innen dann rosa. Purple Rain sieht ja außen so ein bisschen gräulich aus. Innen dann eine Mischung aus lila und gelb. Hier Salad Blue zum Vergleich. Etwas anders in der Marmorierung. Rechts Purple Rain, hier Salad Blue. Ansonsten ziemlich ähnliches Lila. Hier dann noch Cheyenne. Die sind auf jeden Fall deutlich knalliger als Saponmira. Sind dann innen auch gelb. Das ist jetzt hier das Resultat von der Juli-Grabung. Und das gibt es jetzt hier frisch in einem Kartoffelfeuer. So, die Kartoffeln kommen dann in Alufolie. Und dann werfen wir sie einfach hier in eine Feuerschale und lassen sie gar werden. So, den ganzen Abend können wir hier über dann Kartoffeln ins Feuer legen. Und die sind dann auch schon nach 20 Minuten durch. Und dann kann man die ganzen Sorten hier mal durchprobieren. Und hier Anfang August der Komplettüberblick über unser Kartoffelfeld. Der Hagel hat die Pflanzen wirklich ordentlich niedergehagelt. Aber so sieht es jetzt eben Anfang August aus. Und leider hat es mir auch viele Blüten und damit auch Samenkapseln runtergehagelt. Kurzes Update zu den Salad Blue. Im September sind die jetzt komplett abgedorrt. Es kommt hier nur noch Beikraut oder Unkraut. Die Pflanzen haben den Hagel nicht verkraftet und deswegen wird geerntet. Allgemein aber gehen sie um diese Zeit ohnehin immer kaputt. Wenn der Topinambur hier richtig schön in Blüte ist und ein wirkliches Blütenmeer zeigt, dann ist es Herbst und damit kommen die Salad Blue auch aus der Erde. Scheinen eher kleine Kartoffeln zu werden. Hier mal ein etwas größeres Exemplar. Allerdings auch da vermutlich Cheyenne mit dabei. Das ist nun das Ernteergebnis von den Salad Blue Kartoffeln. Anfangs sah es so aus, als gäbe es wirklich nur ganz kleine, eigentlich so Pflanzkartoffeln. Allerdings gegen die Mitte hin wurden die Exemplare dann stellenweise sehr groß. Und es gab auch noch wirklich riesige Kartoffeln davon. Aufgeschnitten sieht die Salad Blue so aus.
Bei der sieht man es jetzt sehr schön, dass sie so eine weißlich-lila Marmorierung hat. Das sieht sehr interessant aus. Und dazu auch eine kräftig lila Schale. Vor allem, wenn man sie dann mal gewaschen hat, was man aber nicht machen sollte, wenn man die Kartoffeln lagern will. Für das, was wir gelegt haben, ist die Erntemenge ganz akzeptabel. Dann war das also meine Salad Blue Saison. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie immer gilt natürlich liken und abonnieren.